Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Ui, scheint mir die Sonne jetzt ins Gesicht. Wir sind angekommen mit Aida Perla in Barbados. Und was wir heute alles so erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Nö. Wenn wir keine Badehose dabei haben, brauchen wir auch keine Handtücher im Normalfall, oder? Was meint ihr? Ja, um wohin zu sitzen und sich zum Beispiel unter den Popo zu legen. Was, unter die Brücke zu legen? Unter den Popo zu legen, als Sitz gibt es einen. Ja, ne. Morning. Hallo Barbados! Morning. Jetzt geht's auf Freuzeit! Und auch in diesem Video ist die Mickey Maus, Captain Mickey, wieder mit am Start. Also viel Spaß beim Zählen. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht und um was es geht, schaut einfach mal in die Beschreibung oder auf dem i, da gibt es dann auch ein separates Video für euch. Wir gehen jetzt los, erstmal durchs Cruise Terminal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, da wird fleißig geputzt. Ah, extra für die neuen Ankömmlinge. Weil wir haben heute nämlich auch Wechsel. Ihr könnt die Route nämlich ab La Romana fahren, so wie wir, oder ab Barbados. Und demnach gehen heute einige von Bord und neue Leute kommen an Bord. Ne? Jo, genau. Ha, was? Die Karte, wie du willst. Aber schön bunt. Ja. So kann man trotzdem machen. Genau. Denke ich auch. Das sind nämlich wieder Buchstaben. Diesmal steht da logischerweise Barbados. Echt? Und nicht Wahnsinn. Grenada oder so. Wahnsinn. Ne? Macht Sinn. Entschuldigung, muss der jetzt da vom Schiff stehen? Jetzt hast du gar keinen Ausblick aufs Schiff. Ja. Schnell über die Straße. Ist jetzt hier Linksverkehr, Rechtsverkehr? Auch links? Nee, rechts. Oh. Hi. Was ist das? Map. A map? Oh ja, yeah, okay, yeah. Thank you. Thank you. Oh, jetzt haben wir eine Karte. Und da stehen jetzt die ganzen Koffer. Huh? Da steht jetzt Koffer, ja. Können wir uns eine aussuchen? Ah ja. Oh, guck mal, da ist jetzt aber auch mal endlich so ein Art Supermarkt. Ja. Wo man mal kaufen kann. Oh, hier gibt es Mützen und Co.KG. Da gibt es dann T-Shirts. Oh ja. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt erstmal eher Richtung Taxi mal gehen. Weil du kannst ja wirklich auch bis 21 Uhr. Ja. Ne, ist schon cool, das Terminal hier. Caribbean Kids.
Badeshirt, glaube ich. Ein Badeshirt, ja. Size? $35. Ja. Ach, guck mal, hier gibt es aber auch. Ja, muss man mögen. Da gibt es hier geile Hemden. So was habe ich immer an Karneval an, wenn überhaupt. Guck mal. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Gehen wir nachher nochmal durch. No Kameras erlaubt. Oh, ein Weihnachtsbaum. Merry Christmas, Barbados. Coconut Spa. Oh. Warmig auf jeden Fall. Ja. Wo soll man jetzt hin? Zu wem? Davor. Davor. Okay. Ah, Taxi Watt. Da ja. Steht's. Da steht's, ja. Oh. Keine Ahnung. Morning, sir. Morning, hi. Are you from later on the island? No, we only want to go to Bathsheba. Bathsheba, how many people? We are two persons. Just share that. Is there? Yeah, okay. Share that in telegram. Okay. Ah, here steht. Yeah? Bathsheba, 1-4 Personen im Car. Lotola Island? No, 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 only Bathsheba. No, but that's a tour. And we have only 1.5 hours. We don't have enough. You can't get to Bathsheba and get back in 1 hour to the beach. Yeah? I don't think so. No, we have a look. Do you want to go, man? No, thank you. Und da stand jetzt irgendwo der Preis $100, ja, ne? $100 für 1-4 im Kaffee. Ja, wo wolltest du hin, oder? Strand. Ah, wir gehen zu diesem Felsenstrand, planmäßig. Oh ja, alles ein bisschen speziell hier, ne? Die wollen halt verkaufen, verkaufen, verkaufen. Also, ja. Man kann auch handeln irgendwie, ne? Weil auf einmal, wo wir dann gehen wollten, hat er uns dann einen anderen Preis angeboten für den ganzen Tag, $200. Also für uns zwei, ne? Ihr könnt ja auch zusammenfahren, aber jo, jetzt machen wir halt doch gerade kein Taxi, weil die Zeit ist auch wohl doch zu knapp. Wir brauchen 45 Minuten eine Strecke. Genau. $100. $100, Bathsheba. $20 pro Person. Also für uns okay. Also $100, 25 pro Person, ja, aber nur wenn jemand mitfährt. Wenn du allein, wenn das Taxi allein hast, zahlst du $100. So. Wir schauen jetzt einfach mal, oh, uns ist ganz schön windig. Prestige Tours gibt es hier auch noch, könnt ihr mal schauen, was das ist. Oh. Ansonsten, also der Hafen hier ist echt nicht so schön, aber ja. Jetzt laufen wir halt einfach mal, ja, oder? Schreib nachher mal in die Gruppe, vielleicht will ja jemand mit. Ja, das sind ja alles auch keine Viersitzer, ne? Die sind ja. Wo sind wir? Oh, lässt der uns durch? Weiß. Ja, dann auch. Ja, das war fast schon Panik bei den Taxifahrern, ja, ne? Hauptsache schnell das Auto voll weg und das die nächste Tour. Das war jetzt Tour. Auch definitiv so jemand, der dir hinterher mehr berechnet hätte wie vorher.
It's a nice day. Let's do something nice. A bit of Barbados at a good price. It's better than walking. Oh, not at the moment. Where you walk, it's nothing to see. You got a good price. See a bit of Barbados. You know Rihanna, yeah. Singer. She's from Barbados also. You could get to do something nice and enjoy today. Oh no, you think thank about you. That? Thank you. Ja, muss man mögen. Und da ist Rihanna. Die ist hier übrigens geboren, oder? So glaube ich. Ja, hat es in die. Ja? Ja. Ja, ja, hier draußen stehen die Taxifahrer, die drinnen keinen Platz kriegen. Nee, die nicht rein dürfen. Ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh. Aber hier wird es jetzt ein bisschen ruhiger, so wie es aussieht. Am besten da weg von der Taxi. Ja. Ja, aber da merkst du halt, das ist richtige Touris. Ja. Hier sind halt auch viele amerikanische Schiffe. Ja. Ja. Das merkst du direkt. Wirklich. Das ist schon der Two-Ship, also da finde ich immer. Ja. Ich habe gerade einen Luftkuss bekommen. Naja, für den wäre das jetzt wieder tot. Ja, und der Typ, ich habe die Kamera laufen gehabt, ich habe natürlich nicht drauf gehalten. Der hat gequatscht. Der hat uns 50 Meter begleitet, gell? Und das Beste ist immer einfach gar keinen Blickkontakt aufbauen, so wie jetzt gerade, gell? Einfach und dann Russisch reden oder so vielleicht. Das können sie wahrscheinlich nicht. Und nicht so oft Nein danke, weil die das Nein sagt schon so wütend. Oh, schnell die Kamera weg. Nicht, dass wir $2 bezahlen müssen für ein Foto mit der Figur hier. Haben wir gestern nämlich erlebt. In, oh Gott, wo waren wir gestern? Grenada. Grenada, natürlich. Ja, da wollte dann die Frau mit Kopfschmuck auf einmal $1 fürs Bild. Nachdem das Bild gemacht war, natürlich. Nicht bei uns? Nee. Sondern bei jemand anderem. Oh. Ist jetzt aber auch nicht so sehenswert hier auf der ersten Blick. Nee, überhaupt nicht. Hässliche Stadt. Ups. Ups. Jetzt ist raus. Ja. Hässliche Stadt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Wollt ihr es noch machen, Jan? Achtung. Jetzt kommt's. So. Hässliche Stadt. St. Mary Church. Oh, 2 Minuten 800 Meter. Da gibt's Magnete. Bis zur Kirche. Magnete gibt's? Ja. Hier gibt es jetzt nicht so viel Sehenswertes gerade, wie ihr seht. Ich mache die Kamera dann gleich wieder an, wenn wir was Sehenswertes sehen. Ah, aber da ist wirklich was Sehenswertes. Hallo, ich bin's. Du hast deine Brille nicht auf, gell? Kannst du das überklettern, dann siehst du vielleicht besser, wenn du vorgehst. Was war da gerade im Wasser? Krebse. Ja, vielleicht habt ihr sie gesehen, vielleicht auch nicht. Krebse. Die waren sehr schwer zu sehen. Ja. Das war Mr. Krabs. Mr. Krabs. Und? Unter den Baum, echt? Okay, unter den Baum. Das ist jetzt alles noch viel schöner hier. Ja, Regen. Ich mag es hier nicht. Bis jetzt, mein Schatz, bis jetzt.
Ja, so ist es manchmal, erster Eindruck. Naja, aber wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, und es ist tatsächlich ja Linksverkehr. Oder bin ich jetzt irgendwie verwirrt? Ja, der fährt auf der rechten Seite, wir fahren auf der linken Seite, oder? Lenkrad, ich bin total verwirrt. Aber Spaß ist, wenn man trotzdem lacht. Ich lache aber nicht. Und wenn ab und zu der Ton komisch ist, dann liegt es nicht an eurem Fernsehen, nicht, dass er an der Fernbedienung rumspielt oder am Computer, sondern dann ist ein bisschen Regen ins Mikrofon gelaufen. Und dann klingt es manchmal komisch. Klingt zwar komisch, ist aber so. Regen hat schon wieder aufgehört und jetzt kommt bestimmt die Sonne raus und es wird ein traumhaft schöner Tag. Ja. Wir warten mal ab. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja. Wie machen das eigentlich die Menschen, die Nachtschicht arbeiten? Tun die auch den Tag vor dem Abend loben? Ja, am nächsten Tag dann. Ach so, meinst du? Ja. Dass das bei denen ein bisschen Zeit versetzt ist? Okay. Ich denke, sehr arm dran, würde ich mal sagen. Lieber arm dran als arm ab. Also wir versuchen uns gerade mit unserem blöden Geschwätz ein bisschen zu motivieren. Ist alles ein bisschen durchwachsen gerade. Ich habe nasse Haare und es stinkt. Was soll gut sein an dem Tag? Ja, da hätte ich halt mal duschen sollen. Dann wird es nicht so stinken hier. Hier in Barbados stinkt's. Ach so. Mensch. Naja. Also. Nicht so prickelnd. Bis jetzt nicht, ne. Sehr untergekommen. Ja. Wir sehen uns, glaube ich, bei der Kirche wieder. Tschüss. Tschüss. Falls man noch lebt, sind wir einfach auch nur in der doofen Ecke angekommen. Ja, aber Hafe ist Hafe. Ja gut, es ist Industriegebiet hier, ohne ja, Frage. Ja, das meine ich ja. Vielleicht hat es ja wirklich schöne Ecke. Ja, bestimmt. Vielleicht müssen wir einfach nur noch mal ein bisschen gucken. Ja. Nach schöne Ecke. Ja. Kann auch ein schöner Kreis sein, das ist dann egal. Habt doch was anderes als hier. So, hier müssen wir jetzt dann rechts, links. Boah, ich bin ganz verwirrt, wobei da kommst du nicht über die Straße. War das nicht hier, wo es auch groß keine Ampeln gibt und nichts? Ah, ja. Oder ist jetzt irgendwo Schokolade? Ja, wahrscheinlich immer hoch. Ein Barbershop. Oh. Wo lang? Ja, davor? Also offiziell hier lang, ja. Davor oder da? Darüber. Da geht's zum Strand. Ja. Da ist auf jeden Fall mal eine Kirche. Vielleicht ist es die. Wir gehen mal hin. Ja. Oh ja. The Old Town Hall. Ja, das ist die Kirche, aber. Okay. Ja. Traumhaft schön. Mhm. St. Mary's Church.
vor der. Ah, hallo. Ja, dann geh mal. Mal rein. Ja. Hm. Wahnsinniger Spot. Ja. Ich mache einfach mal eine Pause. Ja. So, also mit reingehen ist, glaube ich, nicht viel. Also da ist abgesperrt. Aber vielleicht sind wir da ist ein Fenster auf. Filmen wir mal durchs Fenster. Gut, vielleicht ist hinten auf. Was da? Schauen wir mal hinten. Oder vorne. Weiß nicht, was jetzt vorne und hinten ist in der Kirche. Dafür bin ich da zu selten in der Kirche. Ja. Was ist das für eine Kirche? Ich hab's nicht verstanden. Also keine katholische Kirche. Aristotelisch. Aristotelisch? Da gibt's doch die. Ja, also drinnen sieht sie deutlich schöner aus wie draußen. Ohne Fleisch. Hm. Weißt du, was cool wäre? Es wäre echt mega cool, wenn man auf der Orgel ein karibisches Lied spielen würde. Das wäre doch mal was, ne? Das ist garantiert der Pfarrer, wenn du richtig guckst, ne? Fine. Was hat er gesagt? Ja, war doch jetzt gar nicht so schlecht, oder? Gut. Darf man wieder zu langsam? Na, eigentlich nicht. Nicht? Schon? Okay. Ja gut, ich kann ja mal schauen, was ich noch hier so auf meiner schönen Liste habe. Liste, ganz Liste. Mhm. Gut, wir haben jetzt 10:30. Ja. Das wird dann Bread Street heißen wahrscheinlich. So, weiter zur Broad Street, ja. Zur Brotstraße. Hauptstraße. Also, wo lang? Hier jetzt hier links. Links. Jo. Guck mal, jetzt rechts auf, jetzt sieht es viel schöner aus. Ja, aber da ist nicht die Brotstraße. Ja. 400 Meter. Ja, das ist hier alles wirklich so im Umkreis, so die, nennen wir es jetzt mal Sehenswürdigkeiten, oder? Ja. Da wäre ich übrigens reingelaufen, da wo du gesagt hast, links. Oh, jetzt kommt mal Luft. Oh, ist das? War das Vienna? Nee, ja, oder? So aus, ja. War das Vienna? Das war Vienna, garantiert. Könnte eine Schwester sein. Ja. Die heißt dann wahrscheinlich Tiena. Wo lang? Hier rüber. Ja. Geradeaus. Ja. Gut, was ist halt hier? Ist wirklich echt runtergekommen. Ja, es ist. Kann es noch gar nicht so greifen. Es ist so eine richtige karibische Hafenstadt, hätte ich jetzt gesagt. So, ich weiß nicht so. Sehr, sehr, sehr viel Armut. Ja. Da wird er dann Knollen verkauft und Bananen. Ja.
Unterwäsche. Gut, du darfst mir folgen. Parlamentsgebäude. Ja, ja. Oh, Achtung, da fährt einer rückwärts raus. Ah ja, schon lieb, der lässt ihn durch. Oh Gott, guck mal dahinter. Also, die Seitenstraßen sind hier auch sehr, ja. Sollte man meiden, ja. Oh Gott. Hm, aber hier riecht's lecker. Was ist denn das? Yes, yes. Hi, sir. Oh, hier wird es ja jetzt wirklich mal ein bisschen, ja, oder? Ein bisschen, ja. So, also hier wird es jetzt wirklich mal ein bisschen schöner, glaube ich. You can see why you got America. We have a gun. Oh. Yeah. Und hier kann man sich aushalten. Ja, auf jeden Fall. Aber das interessiert da auch niemand, dass da Autos fahren. Die Geld, die schleichen da echt über die Straße drüber. Die war ein bisschen verstümmelt, die Puppe, glaube ich. Die reißt sich halt jetzt keinen ab, weil... Was ist denn das für eine Hose? Ja, das ist eine von Rihanna wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, diese Früchte. Ja, kaum irgendeine Fälschung. Ne? So. So, jetzt links. Oh, wir müssen mal runter hier, Schatz, die Straße. Im Gehweg läuft hier kein Mensch. Nee. Schuhe. Oh, wir haben uns zwar Google Maps runtergeladen, aber nur die Autostraßen, weil die Fußgänger kann man nicht nutzen im Offline. Das ist ein bisschen schwierig manchmal, zu wissen dann, wo es lang geht. Ne? Aber ich glaube, jetzt haben wir den richtigen Kurs. Ja, da vorne ist auf jeden Fall das Parlament vielleicht. Das könnte sein. Ja. Oh. Was machst du denn? Über einen Dohlen drüber laufen. Ja. Ja.
Public Market ist hier. Aber Obst und Gemüse haben wir eigentlich schon genug gesehen, oder? Oh, Ladies. Old City. Ja, wirklich alt geworden. Ja. Oder nicht auf alt getrimmt wahrscheinlich. So, hier? Ja. Mhm. So, gehen wir darüber, oder? Auf der Gehweg? Ja. Mein Vorschlag. Der Vivo Square und hinter dran ist die Brücke, da wäre ich jetzt noch hin. Kann da irgendwie drüber kommen. Oh, jetzt ist gerade grün. Meine 2 Dollar Lage. Ja, wo ist die 2 Dollar Lage? Ah ja, eine 2 Dollar Lage. Also 1, 2 und 3. Ah ja, von der Seite sieht es auch schön aus, guck. Eigentlich am schönsten noch. Hey. Tweet, 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 tweet. Eine Brücke über den Fluss. Ja, ich werde immer nach rechts schauen, gell? Das ist voll die Ungewöhnung. Oh, Achtung, da kommt einer von hinten. Links, je nachdem. Nee, weil die Anhalter, aber halt erst wenn du laufst. Und Burger King gibt's auch. Ja, das ist auch eine
Klappbrücke, ne? Ja. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück und? Ja, nicht meine Favoritenstadt, sage ich mal so. Hier jetzt die Innenstadt, nenne ich es mal, war jetzt ganz okay. Aber ja, einfach so nicht meine erste Wahl hier. Aber es gibt schöne Ecken in Barbados. Aber es ist tatsächlich sehr einheimisch und tatsächlich sehr viel Armut und ja. Also, da zumindest da, wo wir jetzt durch sind. Ne? Genau. Also so wirklich gecatcht hat es uns gerade noch gar nicht. Gell? Im Moment. Wir haben jetzt auch alles gemacht, also was auf meiner Liste war, außer eben diese Steinküste, wie hieß ja, es? Bashiba. Bashiba. Und am Strand waren wir noch nicht. Genau. Aber sonst waren das alle Dinge, die wir machen wollten. Aber wie gesagt. Oh, jetzt geht's zurück zum Schiff. If you so any job and a broken soul. Wenigstens gute Musik läuft. Ich muss gerade sagen. Oh, na, 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 wir haben gerade auch Leute vom Schiff getroffen. Wir sind hierher mit dem Taxi gefahren für $2. Ja. Ja, also es sind knapp 2 Kilometer. Wahrscheinlich nicht. Ja, wenn ich richtig geschaut habe. Ne? Aber also kann man auch mit dem Taxi fahren für $2. Pro Person wahrscheinlich oder keine Ahnung. Das Schiff. Seid ihr gerade von da gekommen? Genau, da okay. Ist das Schiff. Ja. Perfekt. Danke. Da runter. Ja, die Handtücher sind nämlich echt praktisch. Stell dann erfüllt das nicht. Danke. So, das Handtuch zeigt uns den Weg sozusagen. Ja, wenn man den Weg kennt, ist der wahrscheinlich total easy jetzt. Ja. Ne? Nur geradeaus, das liegt da vorne am Deck schon. Ja. Ja, und wir sind irgendwann mal abgebogen von dieser Straße. Gebäude, naja, da waren wir bei dem schwarzen Gebäude. Oh. Wir sind einfach so schlangenlinienmäßig durch die Ja, das Klappe war die Kirche, die war schuld. Ja. Weil wir noch zu der Kirche wollten. Aber bei der war lustig. Das war mit der schönste Spot. Der ja. War gut, der Mann. Ja. Der hat aufgeblitzt. Ja. Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, gestern in Eidewitzka in Grenada ja. War es echt ein bisschen gruseliger. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich es auch schon gewöhnt. Aber vielleicht war es in Grenada, weil mit der Kriminalität wusstest. Ja, vielleicht. Aber egal. Ja. Oh, da, Eis. Boah, da würde ich jetzt reinsitzen. Boah, ja. Können wir mal fragen, ob man das denn wie so ein Eisbad. Oh, da wird jetzt noch Musik gleich gemacht. Ja. Ja. Schön. Schon cool hier. Auch wo ich vorhin durch die Stadt gelaufen bin, ich weiß gar nicht, ob ich groß die Leute frontal gefilmt habe, weil da will man ja auch nicht draufhalten. Aber hoppala. Aber hier sitzt gefühlt überall Bob Marley, gell? So, vom Typ Mensch, gell? Könnt ihr euch vorstellen? So könnte man es erklären. Ah ja, ist eigentlich ganz einfach, ja. Da waren wir vorhin. Also wenn man den Weg kennt, ist es recht einfach. Genau, ja. Und dann sind wir da. Naja, der Mama hat es jetzt nicht so gefallen, hätte ich mal behauptet. Nee, sie schüttelt den Kopf. Also von daher weiß ich auch gar nicht, ob ich sie ja nachher nochmal von Bord runterkriege. Vielleicht nochmal zum Strand oder so. Ja. Ja, aber ich werde auf jeden Fall, denke ich, noch mal gehen. Wir haben ja lange Zeit. Go.
gehen wir erstmal zurück zum Schiff. Und ja, sehen wir uns dann dort. Oh, hier gibt es tatsächlich eine Ampel. Komm, wir bleiben mal vorbildlich stehen. Keine Ahnung. Ja. Vorbildlich gewartet, bis nicht grün wurde und dann sind wir halt gelaufen. Ne? Ja, wir haben auch gerade gesagt, gerade der Anfang, der Start halt am Hafen, das war halt schon echt. Die wollen ihre Touren verkaufen, schwierig. Das ist ja klar. Ich meine, das ist denn ihre Haupteinnahme, wenn drei Schiffe im Hafen liegen. Aber dieses Aufdringliche, dieses Bedrohliche, der Bus war gerade so laut, dieses Aufdringliche und Bedrohliche ist halt schon einschüchternd. Ja, das ich war hoffe, ihr habt mich verstanden. Ja, das war selbst uns zu viel. Ja? Von daher waren wir auch echt froh, dass da Elias nicht dabei war, ne? Weil das war selbst uns zu viel. Genau. Und wenn wir jetzt wirklich nochmal vom Schiff gehen mit ihm, dann wissen wir zumindest, was auf uns zukommt. Und wir mussten uns auch tatsächlich losreißen von den Leuten. Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt ein bisschen anspreche, ein bisschen, sondern die haben uns dann auf einmal zu dritt umzingelt. Und das wurde dann schon unheimlich. Und das ist dann tatsächlich auch kein guter Start. Und auch in der Stadt, also man hat schon gesehen, dass es etliche Seitenstraßen gibt, die man tatsächlich meiden sollte. Vielleicht besser, jetzt einfach mal so dahingestellt, was dann da vorgeht. Das sagen wir jetzt mal so nicht, weil da wissen wir nicht Bescheid drüber. Aber gut, es ist, glaube ich, tatsächlich nett. Es war, glaube ich, einfach ein schlechter Start in einer eigentlich ganz schönen Stadt vielleicht. Nein. Oder auch nicht. Also wir haben ja jetzt schon viele Städte vorher gesehen. Und da zählt Barbados jetzt nicht zu den schönsten, aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung, vielleicht habt ihr andere Eindrücke, vielleicht habt ihr Orte von Barbados, die wir jetzt nicht kennen, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare, dann können wir uns die nächstes Mal anschauen. Genau. Und jetzt zurück zum Schiff. Los geht's. 5 und 4 $. Mhm. Ah ja. Dann noch mal eine Frage. Wenn wir take 3, can we make $10? 3 for 10? I will still be out $10. Give me. Yeah, we take three. $5. Was willst du denn jetzt? War halt 12, komm. $2 da. Gib ihr doch einfach. 3 sind 8, $12, ja. Gib ihr die $12. Ja, weil die $1. Hol ich mal schnell einen raus? Ja. Oh, das Souvenir des Tages. Wir wissen doch nicht so genau, ob wir nochmal vom Schiff gehen. Deshalb lieber jetzt gleich. Genau. Souvenir des Tages. Haben wir 3 Magneten gekauft. Einen für $4. Wir wollten dann handeln, aber ja, sie war dann ein bisschen komisch. Sie hätte es dann gemacht, aber auf der anderen Seite. Die $2. Wir hätte dann 10 gegeben. Hätten wir kein gutes Gewissen gehabt. Genau. Und diesen schönen Barbados Magnet könnt ihr gewinnen. Wie ihr den gewinnen könnt, schaut in die Beschreibung, da steht dann alles dabei. Und dann, ja, sieht doch schön aus vor der Palme, oder? Souvenir des Tages. Viel Spaß und viel Glück! Oh, also Regen die zweite geht, glaube ich, gleich los. Ja, aber ich fand es vorhin cool mit dem Regen. Aber ich habe ja auch keine Frisur, die kaputt geht. So, jetzt kommt gleich wieder die Taxi-Feilscher-Station. Port of Bridgetown heißt es, ne? Oh. Mal aufpassen hier. Oh, also da wurde jetzt auch die Taschen gescannt. Die waren ein bisschen unfreundlich, hatte ich so das Gefühl. So, Schiff-ID. Ja, aber wie gesagt, da wurde jetzt das erste Mal im Hafen auch die Taschen gescannt, bevor wir aufs Schiff gehen, weil auf dem Schiff wird ja nochmal gescannt. Ne? Verstehe ich jetzt durch. Nicht. Ne? Meine Schiff-ID wolltest du nicht haben. Ja, komisch. Naja. Die Tasche kostet $10 zum Beispiel. Kinder und da ist Erwachsene. Genau, Mütze, T-Shirts. Ah.
Die ist ja auch süß. Ja. Was kostet die? $8. $8, oh ja, das geht. Ist nicht teuer, ja. Ist okay. Guck mal, bist du gut oder was? Oh nee, danke. Mützenhüte. Ah, da gibt es auch nochmal Kinderhemden. Ja. Okay. Also die T-Shirts jetzt gerade in dem Laden hätten $12 gekostet, aber mein Favorit, wo ich meinen Papa mitbringen wollte, gab es leider nur in XL statt XXL. Jo, von daher gucken wir jetzt einfach mal noch weiter, mal schauen, ob wir noch was Tolles finden. Vielleicht finden wir ja da was. So, und wieder rein. Oh, hallo. Also auf den Bildern sah das Terminal irgendwie auch schöner ja aus, gell? Und? Sieht gut aus. Oh, da guck mal noch so braun. Ich find's gut. So, neue Mütze. Barbados, $15. Beziehungsweise 30 einheimisches Geld. Keine Ahnung, wie das heißt. Hätte natürlich bar bezahlen können, aber auch mit Visa-Karte habe ich jetzt gemacht und es kam keine extra Gebühr dazu, zumindest nicht hier, ne? Entsprechend vom Anbieter. Und meine Bank will da, glaube ich, hoffentlich auch nichts extra. Jetzt habe ich eine Barbados-Mütze. Der müsste da vorne noch sein, glaube ich, irgendwo. Ja, ich denke. Also, man kann mitnehmen, was du willst, aber sonderlich einheimisch ist das jetzt halt nicht. Finch? Das ist so typisch. Das ist einheimisch hier, guck. Ja. Wahrscheinlich, aber. Aber keine Ahnung, ein Saft oder ein Getränk oder. Pringles, oder was? Ja. Was kostet der Spaß dann? Steht gar nichts dran, ne? Oh, jetzt sind wir gleich wieder auf dem Schiff. Wir haben jetzt nichts gekauft in dem Supermarkt hier. Aber wir gehen wahrscheinlich noch mal von Bord nachher. Ja. I think that we go across. Das ist durch, super. Ah ja, vor uns stand ja auch noch ein Schiff, gell? Das haben wir auch noch nicht gesehen, ja, ja. Was das ist. Oh. Oh, wir sind zurück an Bord. Wir sind noch so ein bisschen am Grübeln, ob es uns jetzt gefallen hat oder nicht. Ja, auf jeden Fall holen wir jetzt den Elias mal ab aus dem schönen Kids Club. Und ja, dann gehen wir vielleicht später nochmal an Land. Ja, schauen wir mal, oder? Ja. Genau. Jetzt ein bisschen Shopping machen. Genau. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt noch Schönes an Bord machen. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was wir an Bord so alles erleben, dann schaut unbedingt auch den Tagesvlog mit an. Ne? Weil da seht ihr dann alle Highlights vom Schiff. Ja, nachdem wir uns ein bisschen auf der Kabine entspannt haben und ein bisschen was gegessen bzw. getrunken haben, ist der Elias tatsächlich wieder im Kids Club. Gefällt ihm richtig gut und wir gehen jetzt nochmal von Bord nach Barbados und geben dem Hafen nochmal eine zweite Chance. Mal schauen. Sie lacht. Ja, wenn man lacht, ist noch alles in Ordnung, oder? Kann man sich wirklich anstrengen. Ja. Da ist es dünn für ihn. Ja. Das Eis ist breaking. Ist ja. Doch bevor es jetzt für uns von Bord geht, nehmen wir uns noch zwei Red Bull to go mit.
Jo. So sieht's aus, wenn es gerade geregnet hat. Was stimmt denn nicht mit dir? Was? Ich wollte meine Füße abkühlen. Mann! War doch lustig. Also ich fand es lustig, ihr nicht? Da vorne kommen noch mehr Pfützen. Nee, aber sonst kriege ich geschimpft, das wollen wir nicht. Oh, Pfützenspringer, $1 mehr Budget zum Shopping. Wenn wir jetzt nachher wieder an Bord sind, allein deshalb lohnt sich schon den Tagesvlog anzuschauen, erklärt euch die Mama mal, wie das hier mit den Zimmerkarten und dem Schlüsselband genau funktioniert. Oh ja. Genau, also von daher unbedingt den Tagesvlog anschauen. So Tagesvlog. Genau. So Vlog of the day. Oh, sieht es dann aus hier, wenn Abreise ist, nach Düsseldorf. Diese Schadenfreude. Nein, Flug, ich muss was. Kaum kommen die neuen Ankömmlinge, läuft hier sogar Musik. So, jetzt wo willst du zuerst rein, oder? Da. Da vorne. So, jetzt zeige ich euch das noch mal, ne? Also ab hier. So, also ab hier beginnt jetzt die Taximeile, wenn er da lang läuft. Wenn er gar kein Taxi fahren wollt, lauft er am besten hier lang, weil sonst habt ihr eh keine Ruhe. Ne? Ja. Die Erfahrung haben wir heute Morgen gemacht. Also von daher, hier sind die Taxis, da nur lang, wenn er Taxi wollt, ansonsten hier vorbei am besten. Jetzt stellt euch vor. Ja. Hey! Oh, we are going. Would you like to see some nice places in Ireland? You could take some nice. Oh, food. No, thank you. No, thank you. So, where are you off to? Oh, everything's good, thanks. Jo, genau, ne? Ihr ja, wisst, was ich meine. Wir haben jetzt tatsächlich die Badesachen vergessen. Also, wie schlau kann man sein? Aber ja, wir gehen jetzt einfach mal so, weil nochmal an Bord und oh, nee, also. Wir kühlen uns die Füßchen. Ja, wir schauen uns das jetzt mal an und die Füße und gleich ein paar Fotos. Den Boxershort und mit Schildkröten sind wir ja auch schon mal geschwommen. In Ägypten, glaube ich, war das. Ja. Also von daher könnt ihr das hier auf jeden Fall machen. Malediven. Oder Malediven, genau. Ja, könnt ihr mit Schildkröten schwimmen. Also für uns nackig oder in Boxershort wird es wahrscheinlich heute dann nichts. Aber ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal Richtung Strand und Zentrum. Oh, und wie gesagt, Linksverkehr. Schaut am besten immer in beide Richtungen. Sonst, ja, seid ihr weg. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt kennen wir ja den Weg schon. Das ist der Vorteil. Genau, und ihr kennt ihn auch schon und wir zeigen ihn euch noch mal ein bisschen. Wir waren ziemlich, glaube ich, im Hafenghetto unterwegs. Deshalb ja, war es auch im ersten Moment so ein bisschen eher ein Schock heute Morgen. Ne? So, genau, jetzt geht es auf jeden Fall mal Richtung Strand. Sind, glaube ich, knapp 2 Kilometer. Also kann man gut machen, zumindest ohne Kind. Kaum sind wir von Bord, fängt es wieder an zu regnen. Das ist, glaube ich, das 5. Mal heute, gell? Ich brauche hier gar keine Badehose. Stimmt. Weil doch so mal. Aber vorhin war es richtig heftig, wo wir an Bord waren, ne? Ja. Das war heftig. Oh, genau. Und wenn ihr dann hier mal dieses Ding passiert habt,
geht es einfach immer weiter, mit oder ohne Regen, je nachdem. Und dann eigentlich immer da geradeaus entlang. So, genau. Recht easy, wenn man es weiß, ne? Jetzt genießen wir noch ein bisschen den karibischen Regen sozusagen. Und der Regen hat sich schon wieder fast verflüchtigt und hier überall die Kokosnüsse auf den Palmen. Es ist halt Caribbean Feeling pur. Und es sind dann andere Palmen da, glaube ich, gell? Ja. No Coconut Palm. Schön, gefällt mir jetzt richtig ja, gut. Romantisch. Ja, ein Regenspaziergang. Oh, wir sind immer noch auf der gleichen Route unterwegs. Gerade noch mal vorbei an der Brücke, wo die Krebse krabbeln. Genau. The Bridge of Crappiest. Oder so ähnlich. Genau. Und da vorne geht es dann irgendwo rechts dann ab. Und das zeige ich euch dann gleich nochmal, ne, dass ihr den Weg dann auch recht einfach findet. Ja? Und da vorne bei dem Gebäude geht es dann rechts rein. Da steht sogar, glaube ich, zum Strand. Genau. Ja? To the beach. Natürlich, wir sind ja nicht in Deutschland. Boah, der Linksverkehr, der macht mich total verrückt. So, und wir sind immer noch unterwegs auf der Straße. Das war nämlich das falsche Gebäude, was ich euch gezeigt habe. Aber jetzt kommt es dann, glaube ich, gleich. Und genau, ich zeige euch dann einfach das Schild. So, genau, hier ist es. Beach this way. Wenn ihr dann da abgebogen seid, Beach This Way, kommt hier wieder dieser Holzsteg, sage ich das richtig? Ja. Ja, es ist gerade echt entspannt, sind groß keine Leute unterwegs. Ja. Die liegen entweder alle schon am Strand oder sind schon wieder auf dem Schiff oder sind auf Ganztagstour. Mit den Taxifahrern. Hier lohnt sich tatsächlich auch einfach nur ein Ausflug zum Strand. Die ja. Stadt ist jetzt nicht sonderlich ja. sehenswert. Wenn man genug Zeit hat, kann man es nicht mehr machen. Aber meine Empfehlung für hier wäre sich tatsächlich ein gemütlicher Tag am Strand zu machen. Da verpasst man nichts. Oder halt ins Landesinnere. Kann natürlich auch sein, dass da total tolle Spots sind. Aber wir haben nichts gefunden, gell, bei unserer Vorbereitung. Nur das, was wir gesehen haben. War jetzt nicht umwerfend, ja. wie heute Morgen schon gesagt, vielleicht kennt ja jemand schöne Spots in Barbados, dann meldet euch gerne bei uns. Ansonsten morgen sind wir in Martinique, ja, ja. glaube ich, genau. Da gibt es dann zum Beispiel Botanischen Garten und Zoo und so, wo wir vielleicht hinwollen. Da war auch viel so drumherum, aber hier glaube ich eher weniger. Ja. Das ist auch eine gute Idee, einfach einen Sonnenschirm ja. mitnehmen. Yesterday. Yeah. All my troubles seem so far away. Es ist wieder die Disco-Brücke. Here to stay. Now I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. Erzähl mal. Es kommt wieder flüssige Sonne von oben. Dreimal dürft ihr raten. Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Regnet es gerade? Antwort A, ja. Antwort B, ja. Antwort C, ja. So. Für welche Antwort entscheidet ihr euch?
Richtig! Ja! Hey. Ja, das hat unser Taxifahrer gestern gesagt, glaube ich, gell? Wir haben hier viel flüssige Sonne. Ja, genau, er hat gesagt, viel, flüssige very Sonne. Viel Regen. Ja, ganz viel, ja, Regen. Ganz viel Regen. Ja. Und unser Kapitän hat uns heute Morgen auch schon drauf vorbereitet und gesagt, versprechen Sie sich nicht zu viel, es wird regnen, es wird viel regnen. Das ist jetzt, glaube ich, das sechste, siebte Mal. Recht hatte er. Und es regnet immer so 2 Minuten und dann war es das wieder. Ne? Nass wird man auch nicht richtig. Ja. Nee. Aber es ganz ist komisch. Halt also komisch, wenn ab und zu der Ton komisch ist, wie gesagt, dann hat sich ein Regentropfen eingeschlichen. Genau, oder deine Haare oder meine Brille. Ne? Dann war der Regen schuld. Huch, jetzt kommt noch Wind. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da ist wieder die Brücke, diesmal gehen wir auch ganz drüber vorhin. Sind wir noch bis zur Hälfte gegangen. Ja, okay, wir sind lauffaul. Ne, wir hatten ja wenig Zeit, ne? Where are the beach? Is it in my fantasy? Where are the beach? I'm so sorry. Oh, das gibt's heute. Happy Hour. Oh, hier gibt es dann auch überall Märkte. So, nicht einfach der Straße hinterher. Ja? Ja. Oh ja. Warum nicht? Bestimmt voll witzig, wenn er die aufkriegt. Ah ja. Je nachdem, was sie kostet. Könnte man sie mitnehmen. Oder da so eine Stückmütze. So eine was? Oder so eine Rassel. So eine Rassel, ja. Die kann man aber auch. Ja. Ja, da kannst du halt tot shoppen. Ja, überall Souvenirs, gell? Kaufen, ja. Da gibt es auch so Bänder. Ja, ich habe es auch gesehen. Auch schöne Kette. So. Ah, jetzt. Ja, einfach da lang. Wir laufen jetzt einfach auch mal auf der Seite. Und da ist auch noch ein schöner Brunnen. Hoppala. Nö, noch weiter, aber da beginnt jetzt wohl der Strand, die Strandfläche hier. Ja, aber da ist Strand. Ja, ich weiß, dass da Strand ist, aber das ist nicht unser Strand. Aber da ist Strand. Ja. In der Nordsee gibt es auch Strand. Ich habe die falsche Schuhe. Ja. Guck mal, da oben Vögel. Toy Shop. Ah ja, cool. da kommt schön Kühl raus. The Craft Shop. Chicken Barn, home of the heavenly chicken. Yeah. Die geht da vor den Fenstern zu. Ne? Ja, ja. Dann brauchst du auch warme dazu. Ja. Die Kinder, die Kinder. Das stimmt, ja. Oh, da ist noch eine schöne Kirche oder was? So, immer in alle Richtungen schauen. Oh, die Straßen und auch die Fußwege, die sind ziemlich, ja, löchrig. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die Füße aufstoßt oder so. Oh.
Sind das Bilder für unser Instagram-Account? Ja. Yeah. Yeah. Falls ihr den noch nicht kennt, ich schreibe ihn euch in die Beschreibung und blenden euch da mal kurz ein. Ich bin Fachkraft für Insta. Genau. Weil die sind dann in den meisten Fällen von der Tamara gemacht. Deswegen sind sie so schön. Ja, natürlich. Und nur deshalb. Ja, schaut da unbedingt mal vorbei. Dann nehmen wir euch jetzt in dieser Reise und auch ansonsten auch immer live mit, ne? Ja. Insta ist everywhere. Ja, ja, ich komme ja gleich. Bild. Ich komme sofort. Ich gehe da gerade mal kurz hin. So, da wollten wir eigentlich ursprünglich rein, aber ich glaube, dass das viel Eintritt kostet. Ich schaue es mir mal an. Ah ja, ausverkauft heute, ne? Ja, auch. Liegestühl und Sonnenschirm, vielleicht kann ich aber auch so rein. Keine Ahnung. Mir fällt in auf andere Seite Seite wahrscheinlich. Ja, komm, Achtung, Achtung. Aber lass mal da noch ein Stück hin. No, thanks. Ja, und wurden jetzt schon dreimal angesprochen, ob wir Taxi fahren wollen. Jetzt schnell mal auf. Nee. Vor allem, obwohl das Taxi Achtung. Voll war. Ja, jo, also. Die nehmen dich trotzdem mit, ne? Okay. Thank you. Okay. Thank you. Schnell über die Straße. Ja, also dieser Beach Club hier, der ist jetzt ausverkauft. Aktuell. Also laut Internet, die Preise, ich glaube, das ist, was habe ich gesagt, 35? Ja. Ne, Moment. Ich habe es doch hier. Komm auf der Gehwelt. Ja, ich komme auf der Gehwelt. Ist eigentlich eine gute Idee. Because so. You are dying. Because I'm all about the bass. So, also laut Internet. Würde das $35 für Erwachsene kosten und für Kinder auch irgendwas. Ich kann es gerade nicht lesen. Er hat uns dann gefragt, ob wir vom Schiff sind. Vielleicht gibt es da dann Rabatt oder vielleicht ist es sogar teurer, keine Ahnung. Aber aktuell, da standen ja jede Menge Busse davor, habt ihr gesehen. Sind die Touris da halt high life, ne? Und für den Eintrittspreis könnt ihr dann auch umsonst mit den Schildkröten schwimmen. Die fahren euch dann mit dem Boot hin, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Gibt es einfach mal in YouTube ein, da seht ihr dann, ne, was es ist und was es gibt. Also für uns gibt es das nicht, wir haben ja eh keine Badekleidung dabei. Passt gerade. Genau, wir gehen aber mal noch ein Stück vor, vielleicht kommen wir da auch so an den Strand. Ne? Also auf geht's. Was ist los? Hast du keine Lust? Ja. Mommy wants to go shopping. Yeah. Ja, einfach mal seitlich spiegeln wenigstens. Dass wir mal wissen, wie das aussieht. Aber da ist jetzt der Club. Ja. Naja. Also. Es ist zwar echt ein schöner Foto-Point, auch mit der Brücke. Aber da war der Strand, der Grand Ase Beach, oder wie er heißt, gestern auf Grenada. Auf jeden Fall schöner. Oh, siehst du, sogar die Tauben flüchten. Denen gefällt es auch nicht. Ja, da tust du lieber was shoppen. Ja, jetzt dann gleich. Genau. Jetzt gleich. Warte, genau. Warte, Mama, warte. Das warte. Nächste freie Ausflugsziel ist vorhanden. Sie müssen warten verfügbar. Lernen. Sie Wir müssen warten schon. Lernen. Ich habe schon gewartet. Nein. Oh, ein Hahn. Ja, das wird sehr einheimisch hier. Also bis davor gehen wir jetzt noch, haben wir gesagt, und dann drehen wir um. Ah ja, da gibt es überall an Strand, aber ich gehe von aus, dass sie da überall auch Eintritt wollen. Ne? Habe ich schon gesagt, dass mich dieser Linksverkehr wahnsinnig macht? Ich glaube schon, ja.
Safi und the Beach, Beach Bar, Foot Event, Stühle und Snorkel Cruise. Ah ja, guck, da stehen jetzt zum Beispiel Preise. Beach Lounge, Turtle and Schiff, Frack, 80 Minuten Tauchen und so weiter. Ihr könnt es euch ja selber übersetzen, $25, Kinder 15. Und Saifi Beach Day ist auch das mit der Schildkröte und dem Frack. Beach Lounge, Sonnenschirm, Complimentary Welcome Drink. Ah ja, $30 Erwachsene, $20 Kinder. Ja, das sind in etwa auch die Preise, die es, glaube ich, bei dem anderen auch gekostet hätte. Ah ja, also dann gehen wir einfach zurück zum Schiff und machen bei Barbados so einen kleinen Haken hinten dran, oder? Ja. Aber also, wir haben ja nachher auch noch ein Feedback für euch parat, ne? Ja. Kommt Zeit, kommt Feedback. Ja. I'm a big, big girl. Power. Ja? Also die sind quasi für die Stromversorgung und fürs Feuer zuständig. Okay. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. Oh ja, der Bus fährt mit offener Tür, spart man sich die Klimaanlage. Oh, hier. Da steht jetzt nichts, was es kostet. Ja, wie bist du da oben? Parking Entrance. Was hat er gesagt? Da bin ich schon nicht um. Ah ja, okay. Na, no? Weiß man manchmal nicht. Ja, wir haben jetzt einen Einheimischen eingequatscht. Und er hat jetzt gesagt, dass wir da umsonst an den Strand kommen. Und da gehen wir doch jetzt einfach mal noch kurz hin. Ne? Es war auch wieder so ein Bob Marley-Verschnitt, so dieses typische Klischee irgendwie. Ne? So, und jetzt hier. Achtung, Stinker! Ah ja, Achtung, Stinker! Also da beginnen jetzt diese Beach Clubs. Und ihr geht hier einfach an dieser tollen Ruine vorbei, nach vorne. Oh. Und diese Schiffstour, die sie hier anbieten, Schatz. Die kann man übrigens aber sich sparen. Man muss wohl 200 Meter rausschwimmen und dann ist man sowieso bei den Schildkröten. Ah ja. Aber wenn du überlegst, ich meine klar, diese Bootsfahrt und dann in Summe mit dem Stuhl $35 pro Person ist dann irgendwo auch okay. Ja, wenn man mit den Schildkröten schwimmen möchte. Ah ja. Oh. Ja, auf dem Strand. Ja. Ja. Jetzt schon ein schöner Strand. Klar, wenn man mal von dem Müll absieht. Ja. Wir sind halt einfach auch gar nicht so die Strandmenschen. Das ist es halt, ne? Jemand. Genau. Jemand anderem geht jetzt hier mega das Herz auf. Ja. Wir sind einfach eher so Fraktion Pool. Sieht es jetzt hier aus? Und du darfst dich auch mal am Strand regeln. Oh, oh, was hast du da Tolles? Das ist ein Red Bull. Ein Red Bull vom Schiff. Meinst du, ich kann das mit einer Hand aufmachen? Oh ja, oh, gekonnt ist gekonnt, sowohl. Das schmeckt nicht. Ja. Oh ja. Bananenbrot. Da sitzen wir jetzt und wie gesagt, da hinten geht dann das, ja, die Bezahlbereiche, sage ich mal, los. Aber so wie es aussieht, kann man da auch einfach durchlaufen oder auch nicht. Ja, aber, ja, schenken wir uns jetzt. Und von dieser Brücke da gibt es ganz tolle Bilder im Internet und Videoaufnahmen. Also mich catcht sie jetzt nicht so, aber... Es ist jetzt halt auch wieder persönliche
Meinung, ne? Irgendwie hat der Tag schon nicht so toll begonnen und irgendwie hat er sich so durchgezogen, ne? Naja. Jetzt schaue ich mir mal noch ein bisschen hier die Wellen an und ja, dann geht's langsam, aber sicher zurück zum Schiff und da gibt es dann auch das Feedback vom heutigen Tag. Nachdem wir ja jetzt doch noch einen Weg an den Strand gefunden haben sozusagen und da immerhin unser Red Bull genossen haben, geht es jetzt Richtung Schiff zurück. Es hat jetzt gerade wieder fast angefangen zu regnen, geht wahrscheinlich auch gleich los. Ja, wir gehen jetzt zurück zum Schiff und wenn noch was Spannendes passiert, den Weg kennt ihr ja schon, dann hole ich euch mit dazu. Ansonsten sehen wir uns dann beim Schiff. Bis gleich. We see you at the ship. At the ship. So, jetzt sind wir hier wieder bei der Brücke. Da gibt es noch ein paar Souvenirs. Da gucken wir jetzt mal noch schnell. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Bob Marley Haare mit. Ah ja, da ist er. Oh. Ja. Ah ne, wenn dann die mit den Dreadlocks, oder? Dreadlocks, ja. Kommt halt drauf an, was sie kostet. Naja, die wahrscheinlich, oder? Die? Oder? Oder die, oder? Ja? How much is one? This? One of these? Yeah. I give you that one. 45 Barbados. And dollar? 22,50. Was 22? 22,50. You want big one or you want small one? Ja, aber ich sag ja 22 Dollar, ne? Ja. Oder? Weiß nicht. Nee. Nee? Nee, komm. Nee, nimm mal nicht mit. Nee. Nee, okay. Okay. No. Thank you. 22 Dollar wollt ihr jetzt dafür echt haben? 22 Dollar. 50. Nee, also. Also. No. 25 Dollar. Ja, also. Ja. 25 Dollar. Ja. Vielleicht sind die ja auch handgemacht, keine Ahnung, aber naja, also. Und 25 Dollar sind jetzt, oder 22, 25 sind jetzt zu viel. Ja, ja. Also finde ich. Qualitativ. Ja, ja. Ich meine, es gibt es in jedem Karnevalshop für die Hälfte. Ja, natürlich ist es was anderes, aber ja, nee, machen wir kein Bob Marley. No Bob Marley Frisur today for us. So, hier gibt es dann auch noch einen Public Markt, da waren wir jetzt nicht, aber ja, da gibt es halt Obst und Gemüse und so Sachen, gehe ich mal von aus, ne? Also das liegt auch auf dem Weg in die Stadt, jo, ne? Und es regnet mal wieder auf dem Rückweg zum Schiff, ah, hat aber auch schon wieder aufgehört, glaube ich. Ist ein Kommen und ein Gehen hier mit dem Regen. Ja, und falsch gedacht, es regnet weiter. Was haben wir noch gekauft? Ja. Zeig mal. Wir haben noch für unseren kleinen Schatz, für den Elias, eine
Schildkröte mit Herz mitgebracht, genau. Oh, die kann man sogar ins Auto hängen, gell? Genau, die kann man, die hat einen Saugnopf. Die kann er dann irgendwo oder hinhängen oder an die Scheibe. Steht oder da an was Schrank. Drauf? I love Barbados. Oh, und Jana, nicht ja. So ganz wahrscheinlich, aber was hat sie gekostet? $8. Oh ja, das ist also. Okay. Und bei mir noch? Ja. Vielleicht erinnert ihr euch heute Morgen. Quetsch mal rein. Genau, wir haben für den lieben Schwiegerpapa, Grüße gehen raus, bei meinem Schwiegerpapa, ein Barbados T-Shirt gekauft. Er hat sich ein T-Shirt gewünscht, genau, und dieses hier ist es geworden. $12. $12. Ist okay, kann man nichts sagen. Have fun. Ist wahrscheinlich keine Markequalität, nee, aber ist gut. Dann jetzt gehen wir noch in den To Be Free Supermarkt und was es da noch gibt, das zeigen wir euch gleich. Ja. Ab geht's, auf geht's, drei Tage wach, nächster Hafen kommt bestimmt. Wupp, wupp. Stefan, kannst du deine Hand lassen? Jo, hier gibt's dann wahrscheinlich einheimische Getränke, gehen wir mal von aus. Das ist ein salziges Snacks, oder was? Sauerbord. Da steht aber nirgends was dran, oder? Was ist, kostet das? Ey, das ist falsch. Nee, ich bin da jetzt nicht. Nein, nicht nur da. Ja, hier kommt der Lass. Oder? Sehe ich das falsch? Ja. Doch, da steht es dran auf der ja. Packung. Ah ja, auf der Packung steht es überall. Willst du wirklich nichts, Schatz? Okay. Ja. Unverhoffter Dinge verlassen wir jetzt den Laden doch wieder. Wollen aufs Schiff, oder? Unverrichteter Dinge, genau. Verhoffter Dinge. Nichts gefunden. Ja, wir sind zurück am Schiff. Haben jetzt, wie gesagt, noch die paar Souvenirs gekauft. Hier sind die Abreisenden noch. Wir haben ja aber schon spät, gell? 16 ja. Uhr. Ja gut, wir fliegen ja auch so spät. Ja, wir fliegen um 16 Uhr. Das heißt, wir müssen um 13 Uhr zum Flughafen. Ja, ach wie auch immer. Oh, da ist sie wieder, die AIDA Perla. Und wir sehen uns dann gleich wieder an Bord. Ja, da sind wir wieder an Bord, gut angekommen. Hallo. Mama hat sich schon in den Badeanzug geschmissen, weil wir gehen jetzt gleich noch eine Runde planschen im Four Elements. Oh Gott. Müsste mal was trinken, ja. Dass das besser wird. Ja, wir fassen uns einfach mal recht kurz heute. Ihr habt es ja gesehen. Also Barbados, das klingt so schön und irgendwie, ja. Also das war so, ich sage jetzt nicht mein Highlight, aber so vom Namen her ist das irgendwie das, was jeder kennt, glaube ich. Ja, nach den vorherigen Inseln ist jetzt, denke ich, halt einfach ein krasser Vergleich. Wir hatten jetzt gestern mit Grenada ein super schöner Spot, Regenwald, Drobewald, wie man es nennt. Mhm. Und jetzt halt das, also ja. Es war alles sehr verfallen und ja. Es hat uns einfach nicht abgeholt. Ja. Vielleicht liegt es da dran, vielleicht liegt es jetzt auch einfach an uns. Aber uns hat Barbados jetzt nicht abgeholt, nicht gecatcht. Genau. Leider nicht. Die Orte, wir sind jetzt ja nochmal raus. Wir haben ja nochmal Barbados eine zweite Chance gegeben. Haben jetzt auch nochmal schöne Ecke gesehen, den Strand nochmal gesehen. Mhm. Aber es war jetzt tatsächlich nicht einer der Favoriten von uns. Ja, genau. An der Küste mit den Steinen, wie hieß die nochmal? Bashiba. War man jetzt nicht, aber hätte uns unterm Strich $100 gekostet. Ja, und wir sind auch ganz ehrlich, uns war die Seriosität der Taxifahrer hier in Barbados jetzt nicht so ganz hoch. Ja. Wie gesagt, man mag jetzt hier nicht Urteile über die Menschen, aber wir hatten einfach kein gutes Gefühl. Und bevor wir da einsteigen und entweder irgendwo lande, wo man nicht hin wollte, oder für einen Preis da lande, den man nicht zahlen könne oder wolle, haben wir uns einfach dazu entschieden, den sicheren Weg zu gehen. Mhm. Ja. Das ist richtig. Ja, und wie gesagt, $100, das war es uns dann einfach auch nicht wert. Und wir haben niemanden gefunden, der mit will. Die wollten alle Touren machen und so. Ne? Also kurzum, es war jetzt nicht so unser Highlight. Aber wir sind in die Kabine reingekommen und da hat uns was ganz Tolles erwartet. Ja. Und das zeige ich euch jetzt noch.
Das ist unser Grenada-Affe von gestern. Oder Grenada, wie auch immer. Grenada. Und das ist unser Peggy-Affe. Unser Peggy-Affe, genau. Unsere Zimmerdame hat uns mit einem erneuten Tier überrascht. Vor kurzem war es ein Rentier. Das seht ihr da hinten. Da hinten. Da hinten, genau. Da. Und jetzt ist es ein Äffchen. Genau. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn uns die Insel nicht gefallen hat, unbedingt. Vielleicht hat es euch gefallen. Ja, vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen hier gemacht habt, wenn ihr schon da wart. Sind wir gespannt. Genau. Vielleicht hat das Landesinnere oder die Insel auch noch ganz viel Tolles zu bieten und wir haben es einfach nicht gesehen. Schreibt es uns gern. Genau, also kurzum, wenn euch dieses Video gefallen hat, was machen wir dann? Abonniert den Kanal. Klickt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von uns, unseren Videos und von den schönen Momenten für euch. Und wenn es euch so richtig gut gefallen hat, was wir hoffen, dann lasst ein Däumchen da. Aber nur dann, weil sonst macht es keinen Sinn. Nee. Ne? Ja, der Elias ist jetzt noch im Kids Club. Den holen wir jetzt gleich ab. Und garantiert, ihr kennt es ja schon, ihr denkt zum Schluss bitte wie immer daran, die nächste Freuzeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon und eure Tamara. Tschüss. Tschüss.